sonderbar, zu merkwürdig, oder? Nehemia 8, Vers 10 steht, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Viele Menschen mögen den inneren Zuspruch, sich korrigieren zu lassen zur Freude. Dasselbe finden wir auch in einem alttestamentlichen Psalm 42, Vers 5, wo der Verstand sogar versucht, die eigene Seele zu beruhigen. Warum betrübst du dich, o meine Seele? Hoffe doch auf Gott. Dieser Vers, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, aus Nehemia, wurde Menschen gesagt, die sehr unglücklich waren, weil ihnen ihre Zugehörigkeit, ihre Identität verloren gegangen ist. Ich kenne einen Menschen, der seine Identität gefunden hat und diesen Satz so als sein Leben an sich trägt. Ich bin nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Aber so eine Andacht möchten wenige hören, weil nein, das wäre zu sonderbar, zu merkwürdig, oder?